Willkommen bei Ivan, heute die Maus raus. Kerzen ohne Kerzen dort. Was ist denn das? Das ist Candlelies. Ein neues Dufterlebnis für euer Wohnzimmer, Badezimmer und so weiter. Ich wollte euch diese Firma gerne mal nahe bringen, weil ich glaube, dass sie sehr effizient sein kann, wenn man es richtig macht. Ich bin gespannt, ob ihr diese Firma kennt oder schon mal von ihr gehört habt. Also ich hatte bisher nichts gehört und habe dann aber die Fazits unter den also ihr kriegt das ja immer so angezeigt bei Facebook zum Beispiel, Empfehlung, und dann lese ich immer auch die Kommentare. Zu jeder Firma lese ich die Kommentare, wie lange gibt es die Firma schon und so weiter. Hier war es tatsächlich genauso und es war ein positives Feedback. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich es auch ein realistisches Feedback war, und von daher freue ich mich, diese Firma mit euch auszuprobieren. Dieses hier kostet 15,99 €. Es gibt nur eine Standardgröße, keine verschiedenen. Und das sind dann eben verschiedene Duftrichtungen, die keine Kerze enthalten. Ihr könnt da höchstens LED-Lichter reinmachen, aber bitte keine normales Teelicht da reingeben. Das passt absolut nicht. Und da wir ja immer hier so ein bisschen Duftliebe haben auf diesem Kanal, habe ich gedacht, das passt. Am besten duftet der Wachs in warmen, trockenen Räumen. Wenn ihr also wie ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer das so riesig habt, dass das durchgeht bis in die Küche, wäre das wahrscheinlich kein guter Raum, weil er ja auch ständig durchgelüftet wird. Regelmäßiges Auskratzen erhöht die Duftdauer und Intensität. Leute, ich habe heute schon Videos gedreht, ne? Ein bisschen Verständnis. Nein, und deswegen finde ich das tatsächlich sehr, sehr interessant. Also ihr macht eben, brennt das nicht, also kein Teelicht rein, sondern ihr kratzt zwischendurch mal ein klein bisschen der Schicht ab und dann kommt wieder neuer Duft zum Vorschein. Es wird dann zwischen den Lagen, ich sag mal, Duftöle sein, die sich dann freisetzen. So stelle ich mir das Ganze vor. Gelegentlicher Standortwechsel kann das Dufterlebnis verbessern. Wichtig bei so Geschichten immer, jeder nimmt andere Düfte anders wahr. Das heißt, wenn ich sage, ich rieche es noch wunderbar, kann einer, der zum Beispiel oft, ich sag mal, sehr, sehr intensive Düfte braucht, hierbei sagen, das war jetzt nicht so meins. Ne? Leute, ist manchmal so. Ne? Es kam natürlich sehr, sehr sicher verpackt an, im Papier alles eingeschlagen, das habe ich abgemacht, damit wir uns die Zeit sparen können zum Quatschen. Und nun starten wir mit diesem Blau-Rosa, ist der Duft CK1. CK1 ist ein Duft, da bin ich mit groß geworden. Die Firma kam damals raus und alle waren begeistert, alle hatten irgendwie CK1. Und das ist der Duft dazu. Was ich dazu sagen kann, ist, dass der zum Beispiel sehr, sehr mild ist. Da kann ich mir eben jetzt vorstellen, dass ich den hier ins Badezimmer tue. Es passt auch von der blauen Optik zu meiner Deko. Da werde ich mal austesten im Badezimmer. CK1, ob das jetzt 1:1 riecht, das weiß ich jetzt nicht so. Würde ich jetzt noch nicht am Anfang, wenn ich ein Video starte, sagen, so und so, und das ist nicht erfüllt, weil ich denke, gib den Firmen eine Chance, wie verhält es sich im Badezimmer, wie kommt das da an und wie bin ich zum Schluss begeistert, denn für 15,99 € soll das eventuell, wenn ihr Glück habt, bis zu 12 Monate wahrnehmbar sein, und das wäre dann ein Schnäppchenpreis dafür. Und dachte ihr übrigens, auf Mallorca hergestellt, seit 15 Jahren. Dann haben wir hier eins, Leute, wie süß ist bitte das Design, diese. Also ich finde sie wunderschön und sie entspricht auch total meinem Beuteschema, wenn ich Düfte hole. Und zwar ist das der Duft La Vie Belle. Und jeder, der dieses Parfüm kennt und meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich mich am meisten freue, wenn ich irgendwie sowas abkriege in irgendwelchen Überraschungsboxen oder so. Und zwar ist das Birne mit Johannisbeere, Jasmin und Tonkabohne. Ich habe gesehen, ich habe gerade CK1 gar nicht vorgelesen, lag aber auch daran, dass der Duft für mich jetzt sehr, sehr mild vorkam. Und ich liebe diesen Duft, ganz ehrlich, er ist so unfassbar lecker, also wirklich unfassbar lecker, schön fruchtig, zart. Also für den Duft, ich kann mir eben gut vorstellen, dass vielleicht eine Option ist, einfach größere nochmal von denen herzustellen. Klar wird das dann teurer, aber du kannst es ja dementsprechend wahrscheinlich länger auch verwenden. Es wird wahrscheinlich nach einer Zeit nicht mehr so doll aussehen, wenn du das immer auskratzen musst.
Schön fände ich zum Beispiel auch so eine Auskratzhilfe, wobei vielleicht mit einem Löffel oder so kann man das ganz gut machen oder so. Ich werde das auch nochmal auf der Webseite nachlesen, aber es ist natürlich vom Design und dann stellt euch das Ganze mit einem auf einem schwarzen Tablett schön dekoriert dazu noch eine Pflanze. Also ich mache immer so eine Vase mit so Trockenblumen und so weiter. Wunderbar, passt. So, dann der nächste und da haben wir weiß und braun. Kleinen Moment. Weiß und braun ist One Million. Jeder kennt den Duft Pocovoban. Klar, es ist kein Zufall, dass diese Dufte so heißen, wie sie gerade heißen in diesem Video. Aber sie haben auch ganz normale. Ich habe sie mir extra auch aufgeschrieben. Im Moment sind, glaube ich, 10 Duftlampen im Store, wenn nicht sogar mehr. Und zwar gibt es zum Beispiel auch noch Lavendel, Veilchen. Sea Breeze soll total gut sein, also so ein Badezimmerduft und dementsprechend, aber ich war natürlich dann fixiert auf die Dupes, ne? Ein bisschen herber Duft ist das, ein bisschen, ich weiß nicht, ob es mich an One Million erinnert, aber es ist für mich schon ein klein bisschen ein männlicherer Duft gefühlt. Es sind ja auch immer dann die Herznoten, die Unternoten und so. Aber es ist lecker, es ist wirklich lecker. Es wäre für mich, glaube ich, kein Sommerduft in dieser Variante gerade, sondern eher so ein bisschen herbstlicher Duft, aber sehr, sehr angenehm. Oh, ja. Ich liebe Duftvideos, Leute, ich schwöre. Was wichtig wäre, was ich mal als Fazit zu diesen Produkten sagen würde, macht doch unten ein Schild drauf, was es ist. Also ich habe es mir jetzt extra für dieses Video rausgeschrieben. Und natürlich, derjenige, der bestellt, weiß vielleicht, welche Farbe oben, unten dementsprechend war. Aber wenn du dann hier zum Beispiel weiß, schwarz, weiß, ja hier, braun, weiß, schwarz und so, dann hält es ja nicht ewig im Kopf, was ist was, ne? Oder du hast eine super Duftnase und weißt sofort, oh, das Parfüm. Okay, weiß, schwarz ist. Candy-Lease Nummer 5. Chanel. Ich bin aber kein großer Chanel-Fan, aber als ich gelesen habe, Nummer 5, und wir nehmen mal einfach an, ich stelle es ja auch einfach so mal hier in den Videos da, als ob es Dupes sind. Vielleicht sind es ja auch gar keine. Aber ich finde natürlich, dass sowas extrem stark ist. Wenn das dann so ein klein bisschen danach, stellt euch vor, ihr riecht nicht nur so, sondern auch der Raum, in dem ihr reinkommt, riecht auch so. Ist doch Hammer. Also, Herznote ist Jasmin, Rose und Maiglöckchen. Chanel ist nie mein Lieblingsduft gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht Nummer 5. Ich habe immer nie verstanden, warum die Leute das so toll finden, aber da meine Freundin Diana ein so großer Fan von Chanel Mademoiselle ist, habe ich gedacht, komm, dann bestellt sie die mal mit, dann testet das in irgendeinem Raum aus. Es geht ja auch wirklich nur ums Austesten dann, ne? Also auch diese Kerzen wahrscheinlich nicht direkt unter Heizungen oder so. Das kann vielleicht ein bisschen zu intensiv das Produkt, die Öle verbrennen, kann ich mir vorstellen. Also schon an wärmeren Orten, aber nicht direkt zum Beispiel ins Sonnenlicht oder so. Wäre jetzt nur eine Überlegung von mir. Aber es ist lecker, ist wirklich, wirklich lecker. Eine Duftkerze, wo ich einfach sagen muss, aus Prinzip habe ich sie mir gekauft. Es ist diese hier, damit ist der Pott auch schon leer. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ich lächeln musste, als ich gehört habe oder gelesen habe, wie dieser Duft heißt. Es ist Mr. Grey. Shades of Grey. Wie gesagt, die haben auch normale Düfte wie Sea Breeze zum Beispiel, soll ganz toll sein, ist so ein schöner aquatischer Duft. Dann natürlich Lavendel, Veilchen, irgendwelche floralen Düfte und es wechselt immer, immer wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr das schon so ein klein bisschen näher an der Nase hält, das ist ein wunderschöner, intensiver Duft. Ich gucke mal kurz, was drin. Ach Gott. Ich musste mir den Text rausschreiben, weil ich nicht wusste, wie ich euch das schmackhaft machen sollte. Also, die herbwürzigen Aromen von Bernstein und Moschus. Ich wusste nicht, wie ich das Bernstein irgendwie euch hier schmackhaft machen soll, weil Bernstein riecht in meinen Augen nicht so. Aber es ist schon einer meiner wirklich Lieblingsdüfte.
sind diese beiden hier, La Vie est Belle und Mr. Grey, finde ich ganz, 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 ganz großartig vom ersten Schnuppern. Alles andere kann man immer erst später sagen. Wenn ihr aber jetzt sagt, sorry, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das riecht oder so. Also ist natürlich vollkommen normal und man will ja oft auch gar nicht so blind kaufen, außer ich, der dann die Produkte einfach testet. Ihr könnt Duftproben in diesem Shop bestellen. Für ganze 6 Euro kriegt ihr, glaube ich, 6 Duftproben zugeschickt. Ich glaube, eventuell kommt da noch Versand zu, aber besser als irgendwas rumstehen zu haben, was ihr gar nicht mögt oder mochtet. Und dann könnt ihr es testen. Also viele haben sich auch die Duftproben bei Facebook bestellt und danach dann direkt die dementsprechenden Kerzen. Es ist natürlich jetzt keine Duftprobe, mit dem ihr den ganzen Raum, ich sag mal, fresh machen könnt. Also es ist nicht so intensiv, es ist wirklich nur gedacht für eure Nase zum Testen und Ausprobieren. Aber wenn ihr das dann ausprobiert habt, wisst ihr zumindest schon mal, in welche Duftrichtung das geht und ob es euch überzeugt. Ihr könnt dabei nicht auswählen, welche Produkte bzw. Duftproben, sondern es werden einfach 6, ich denke mal, aktuell aus dem Sortiment da reingetan. Ich denke, es sind 6, ja. Und dann könnt ihr es zu Hause testen und eventuell nachkaufen. Das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Oder ihr fahrt nach Erfurt, vielleicht haben sie da einen Showroom, das weiß ich jetzt auch nicht, bei dem ihr das austesten könnt, die jeweiligen Duftkerzen. Das sind jetzt immer so ein klein bisschen Wenn und Aber, weil ich habe keine Kooperation mit denen, sondern ich wollte euch einfach so einen Moment eine Neuerscheinung zeigen, die ich entdeckt habe, bei der ich gedacht habe, Leute, das könnte auch was für euch sein. Und wenn es so ist, dass dieses hier momentan, jetziger, heutiger Preis, 15,99 kostet und das tatsächlich so lange hält, also wahrnehmbar zumindest ist, selbst nur 3 Monate wären bei 15,99 schon gut angelegt. Sagen wir, 6 Monate kann ich das noch wahrnehmen. Das wäre ja optimal. Also ich weiß nicht, wie viele Düfte, Duftstäbchen und alles ich bisher schon gekauft habe und es nicht funktioniert habe und ich dann einfach gesagt habe, okay, das rieche ich nicht. Es mögen andere riechen, aber ich rieche es zum Beispiel nicht. Und von daher bin ich da ganz dankbar drüber, dass man das einfach jetzt mal austesten konnte und ich das für mich jetzt und tatsächlich, ich finde einfach, sie sind sehr stylisch zum Hinstellen auf den Tischen, dass ihr das auch dekorieren könnt, dass es nicht einfach nur irgendwie, was weiß ich, ein Klotz ist, sondern dass es wunderschön schön aussieht und dementsprechend ja, nur eben, ich hätte lieber noch auf der Rückseite oder so einen Namen, den ich dann abmachen kann, wenn ich es verwende. Vielleicht weiß ich auch nach einem halben, dreiviertel Jahr gar nicht mehr, welche Duftkerze ich da gekauft habe. Duftkerze. Duft, Duft, wie nennen die das denn hier? Duftraumgeber, Aromafrischer. Duftschale. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. So sind meine Videos. Sie sind immer sehr spontan. Aber ich mache mir da auch kein Konzept vorher, wie das hier laufen soll. Es läuft, wie es läuft. Und dass ich hoffe immer, dass sie einigermaßen schön werden. Aber Leute, ich finde es mega. Ich finde es einfach nur mega. Schreibt mir doch euer Fazit dazu gerne dazu. Wenn ihr auch so Tester bestellt, dann sagt es auch mir mal gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ich es getestet habe, wie es gelaufen ist, dann gebt mir doch kurz ein Feedback auch unter diesem Video. Yvonne, hast du es schon getestet? Dann werde ich euch up to date irgendwie Bescheid sagen, was funktioniert hat, was jetzt zum Beispiel nicht so gut wahrnehmbar war. Vielleicht kann ich auch nicht alle gleichzeitig verwenden. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das richtig, richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich drauf, die Sachen zu testen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.